Bunu unutmayın. Aziz dostlar, sapan ve emosyonel basınç derdinde bunlardır. Sunduğumuzdan kaynaklandı kendisini bilmiyor. Der Fall Uvijano ist einer der größten Skandale der deutschen Bundesgeschichte und bis heute unaufgeklärt. Mamadou hofft auf Wahrheit. Endlich. Sie sollen uns die Wahrheit sagen, genau sagen, was passiert ist. Die Schuldigen müssen angeklagt und verurteilt werden, wie es das Gesetz will. Die Familie und die Freunde leiden bis heute. Sie sind krank, sie wollen Gerechtigkeit. Es geht nicht nur um Uri, sondern auch um sie. Sie warten auf die Wahrheit. Was sich im Keller der Polizeistation abspielte, konnte auch in einem langen Prozess gegen die diensthabenden Beamten nicht aufgeklärt werden. Sie wurden freigesprochen. Uri Jalo war 36 Jahre alt, als er im Gewahrsam der Polizei starb. Versuch einer Rekonstruktion. 7. Januar 2005, Dessau, Turmstraße, gegen 8 Uhr morgens. Einige Frauen säuberten im Auftrag der Stadt die Straße vor einer Gaststätte. Ein Mann, offensichtlich stark betrunken, kam zufällig vorbei, redete auf sie ein, wollte mit dem Handy telefonieren. Die Frauen fühlten sich gestört. Sie verständigten die Polizei. Die herbeigerufenen Beamten wollten die Identität des Mannes feststellen. Doch dieser wehrte sich energisch. Sie nahmen ihn fest. Dieses Dokument hatte er dabei. Es wies ihn als abgelehnten Asylbewerber aus, der aber noch geduldet war. Sein Name Uri Jalo. Aber es gab ein Problem. Das Geburtsjahr war nicht lesbar. Die Polizisten brachten ihn auf das Revier. Ein Routinefall, so schien es. Der 20-Jährige ist am heutigen Vormittag durch Polizeikräfte in Gewahrsam genommen worden, nachdem er im Stadtgebiet von Dessau mehrere Frauen belästigt hat. Und nachdem die hinzugerufene Polizei seine Personalien feststellen wollte, ist er aggressiv gegen diese Beamten vorgegangen und hat Widerstand geleistet. Aufgrund dessen ist er in Verhinderungsgewahrsam genommen worden. Die Beamten führen Uri Jalo in den Zellentrakt. Er wird durchsucht, ihm wird Blut entnommen. In der Zelle 5 fesselt man ihn an Händen und Füßen. Dann gerät der Routinefall außer Kontrolle. Gegen 12 Uhr mittags bricht plötzlich ein Feuer aus, in einer gefliesten Zelle. Etwa 20 Minuten später trifft die Feuerwehr ein. Sie macht eine grausige Entdeckung. Nachdem ich in den Keller also reingekommen bin, ist eigentlich ein Zellentrakt. So war so vor bis zur Wand und dann auf der anderen Seite wieder zurück. Und dort haben wir dann, wie gesagt, immer ein kleines, relativ kleines Feuer gesehen im Bodennähe. Und als wir dann, ich sag mal, vielleicht so 20 cm vor dem eigentlichen Feuer waren, hat man dann diesen Feuerschein und Körperteile entdeckt, sodass wir dann gesehen haben, dass das eigentliche Brand nicht wie ursprünglich vermutet hatten, nur irgendwelche Decken oder Matratzen waren ja gebrannt, dazu haben eigentlich die Person selber. Der Tod in der Zelle. Ein schreckliches Unglück? Selbsttötung? Oder gar ein Mord? Amen.
Yeah, you're taking drugs like this, yeah?